und mit diesem wunderschönen Logo und der geilen Hintergrundmusik. Moin Moin zu einem neuen Projekt, zu unserem nächsten Castlevania-Spiel. Da geht auch schon das Intro los. Und zwar Aria of Sorrow. Spiel im Jahr 2035 in Japan. Das ist jetzt eine Sache, die ich hier schon gehört habe übers Game. Wir spielen Soma Cruz. Austauschstudent, der jetzt hier in Japan ist, zu diesem Schrein kommt mit seiner Freundin Mina. Ich bin sehr gespannt, was das für uns heißt. Weil ich bin es ja eigentlich, oder wenn man so die alten Castlevania-Spiele kennt, das ist ja eigentlich immer so ein bisschen zeitlich ein ganzes Stück zurück. Deswegen jetzt hier Aria of Sorrow in so einem modernen Stil. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier aufs Spiel auswirkt. Sieht aber geil aus. Fledermauzi-Wauzi. Oh, wow. Das sieht aus wie ein Abbild von Draculas Schloss. Und da sind wir auch hier wieder im Hauptbildschirm. Okay, was es hier mit dem Soul Trade auf sich hat, da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nichts von. Aber wir wählen auf jeden Fall einfach mal eine Datei aus. Wir können jetzt hier auch gar nicht runter, da wir noch gar keinen Spielstand haben. Genau, sehen wir hier, wir haben jetzt quasi hier drei Spots. Wählen uns mal einen aus. Und ich spiele jetzt auch einfach als Soma, einfach weil ich da ehrlich gesagt gerade bei so manchen Spielen dann wirklich so im Charakter drin sein will. Deswegen geben wir ihm jetzt mal den Namen, den er hier auch verdient hat. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was uns hier im Spiel erwartet. Ich weiß nämlich über Aria of Sorrow noch gar nichts. Deswegen war ich auch ziemlich bass erstaunt, als dann jemand meinte, ja, das spielt eigentlich total in der Moderne, also ist ganz was anderes. Ich dachte mir so, okay, das wird lustig. Also Dracula, Skelette, Fledermauzis, was man so alles kennt. Aber halt irgendwie in einem modernen Setting. Ich habe Januar dieses Jahres den Speedrun bei GDQ gesehen. Ich deklariere es jetzt aber trotzdem in dem Fall als blind, weil ich mich eigentlich überhaupt nicht erinnern kann, was der gemacht hat. Denn wie das bei Speedruns so ist, der ist quasi einfach komplett irgendwo durch Gänge gefegt. Auf einmal war er irgendwie beim Boss. Und ich habe mir noch gedacht, okay, Dracula sieht komisch aus. Ich weiß, wir kämpfen irgendwann gegen ein Gesicht mit Zähnen oder was das war, aber das war auch wirklich alles, was ich mir jetzt da merken kann. Von daher ist da jetzt wirklich nichts, was mir was bringt im Sinne von, welche Gebiete erwarten uns, was ist wo und so weiter. Ich habe da wirklich keinerlei Erinnerung irgendwie dran. Deswegen machen wir es einfach so. Heißt aber auch, das wird wahrscheinlich ziemlich failig, weil ich einfach absolut keinen Strahl habe, wo es hingeht, was ich machen soll. Aber ich denke mal, das finden wir schon raus. Hey, looks like he's coming too. Where am I? What happened? So, you've decided to join us. Did you have a pleasant nap? Sagen die drei Fragezeichen. Die haben sich aber ganz schön verändert und außerdem sind sie zu einem zusammengeschmolzen. Aber ich muss gerade mal schon sagen, wie geil ich die Hintergrundmusik finde. Die Musike. Aber irgendwas ist jetzt wohl passiert. Wir haben es ja im Intro gesehen. Wir sind zu diesem Schrein hin mit unserer Freundin Mina. Die wir jetzt hier quasi, wir sind jetzt in Ohnmacht gefallen und sie ist hier bei uns. Ich habe aber aus dem Intro jetzt nicht wirklich rausgekriegt, was passiert ist. Man hat gesehen, wir sind dahin und dann ist diese Fledermaus quasi weggeflogen und man hat Draculas Schloss gesehen. Ich würde jetzt erste Vermutung mal sagen, da sind irgendwie Zeiten verschmolzen oder das Castle ist in die jetzige Zeit zurückgekehrt, irgendwie sowas. Who the heck are you? It's okay, Soma. His name is Genja Arikado. Skip the introductions. I have a few questions and I need answers now. Go ahead. Why have you come here? Why? Well, Mina and I... Hang on. Where are we? We're in Dracula's castle. Huh? Dracula's castle? Are you telling me we are in Europe? Wie er aber gleich ganz genau weiß, ne, wo das hingehört und alles.
No, we are inside the solar eclipse. Inside the eclipse? You're insane! Do you think I'm a fool? Soma, listen to him. He's telling you the truth. What the heck are you talking about? Give me an explanation. Well, it's like this. Ugh, an enemy! Wow, ich hätte jetzt aber schon gerne gehört, was zum Heck hier abgeht. Damn, protect the girl! Yeah, go back to where you came from! Ooh. Oh, warte mal, jetzt sind wir aber... Ah nee, wir sind nicht verletzt. Der hat irgendwie wahrscheinlich gerade die Seele von diesem Skelett aufgenommen, richtig? Winged skeleton, throw spears. What was that thing? So, it has awakened. What has? The spirit of the creature you killed has entered your body. You have the power to absorb the abilities of the monsters you kill. Why would I have that power? You have gained the power. Now you must go to the master's chamber. For what reason? Do you not wish to return with your friend to your own world? Of course I want to go back. Go to the master's chamber, then you will understand everything. But I can't just leave Minna here like this. No need to worry about her. I'll put up a protective barrier. But death will most certainly find those who stay here too long. Then I... Yes, only you can save her from a painful death. And you? What will you do? I, too, have things I must do within these castle walls. Go, set forth. Both your own life and hers are at stake. Oh my holy goodness, das fängt aber schon richtig krass an, alles klar. Das erklärt aber dann auch eben, was passiert ist. Das ist so ungefähr so ein bisschen das, wie ich mir es gedacht habe. Man hat nämlich dann quasi, ja, diese Sonnenfinsternis gesehen. Ah, oh, nicer Kaffee. Und Draculas Schloss, das sich hier so aufgetan hat. Das ist so ein bisschen wie bei Richter in Rondorfplatt, wenn man hier nach oben drückt. Aber krass, ja, das heißt, wir waren jetzt eigentlich hier in Japan unterwegs zu diesem Schrein mit unserer Freundin. Spiel 2035. Und jetzt sind wir eben hier in diesem Castle und er hat natürlich einen triftigen Grund. Wir sind jetzt hier mit unserer Freundin, wir wollen die natürlich beschützen und die einzige Möglichkeit, die wir haben, das zu tun und hier auch wieder mit ihr wegzukommen, ist eben zu Dracula zu gehen. Was mich jetzt natürlich mit zwei Fragen zurücklässt, wer ist dieser Typ? Warum weiß der Bescheid? Warum weiß Soma sofort, wo das alles hingehört? Vielleicht lernt man das ja in Japan im Geschichtsunterricht. Und was ich auch krass finde, ist, dass Mina hier direkt hin ist und hat gesagt, ja, vertrau dem, der sagt ja die Wahrheit. Also weiß sie vermutlich mehr als Soma in dem Moment. Oh, und wie man jetzt einfach nur diesen Wind hat, der heult im Hintergrund. Hammergeil. Ja, aber wir haben hier quasi direkt unsere erste Seele absorbiert. Soul Set. Ja, nehme ich hier Winged Skeleton, Throw Spears. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch dann erst ausgerüstet. Ich denke mal jetzt. Ja, ich denke mal jetzt. Irgendwas zum Equippen. Wir haben das Knife. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt aus- oder angemacht habe, weil eigentlich, wenn man es nicht hat... Ah, genau, wir haben es ausgerüstet, ja. Weil wenn man jetzt hier drauf geht auf gar nichts, dann sieht man, dass die Attack runtergeht von 15 auf 10. Ich denke mal, wir haben es also richtig soweit. Ja, aber das ist so das Besondere auch an dem Spiel, Castle Calder. Boah, haben hier direkt mal krass Zombies. Was aber auch geil ist, ist der Hintergrund, wo man immer noch so den Mond sieht oder die Sonnenfinsternis. Und diese ganzen Fledermäuse, die hier entlang fliegen. Die spawnen hier auch ziemlich krass nach. Man könnte hier natürlich erstmal ein bisschen leveln.
Wir nehmen so ein paar von denen auf jeden Fall mal mit. Nicht alle, weil die spawnen ja relativ krass nach. Aber so ein paar. Ich will hier auch nochmal kurz gucken, ob wir die Gelegenheit haben. Ah. Also selbst mit Anlauf kommen wir hier gerade nicht hoch. Da wird es wahrscheinlich irgendwann wieder wie in Symphony of the Night so eine Art Doppelsprung geben oder irgendwas in der Richtung. Oder einen Supersprung oder irgendwelche Boots, die wir einsammeln können. Kennen wir ja bei Symphony of the Night quasi beides. Wir haben einmal den Doppelsprung dort gehabt. Und wir haben auch quasi diese, ich weiß gar nicht mehr, Gravity Boots hießen die, glaube ich, wo man diesen totalen Supersprung nach oben machen kann. Aber ich will mich jetzt hier wirklich nicht zu krass erstmal aufhalten, sondern auch mal ein bisschen umgucken. Was man natürlich hat, ist, das Spiel hier folgt so ein bisschen dem Prinzip von Symphony of the Night. Es ist ja so ein typisches Metroidvania. Das heißt, wir killen hier verschiedene Gegner, leveln auf. Wir haben aber auch, was wir gerade nicht sehen, ist, Oh, das sind hier diese Speere. I see. Ah, und wenn wir diese Speere abfeuern, genau, nimmt unser Mana ab. Ich schätze mal, das ist das Mana, dieser grüne Balken, der sich jetzt auch gar nicht mehr ganz auflädt. Alles klar. Das heißt, diese Seelen, die wir hier haben, oder die Seele hier gerade vom Winged Skeleton, die haben wir jetzt eingesetzt. Jetzt lädt sich's wieder auf. Okay. Das verbraucht auf jeden Fall Mana. Hier oben ist was, da kommen wir aber so nicht dran. Ja, und dieses Seelensystem ist wohl was, was Aria of Sorrow ziemlich stark ausmacht. Ist auch... Ich habe jetzt natürlich ein paar Castlevanias verpasst, aber ich denke, ich meine, Aria of Sorrow ist dann auch das erste Spiel, das sich dieses Seelensystems bedient. Dahingehend bin ich natürlich super für Hinweise oder Tipps, solange das keine totalen Spoiler sind, natürlich total dankbar, weil ich kenne mich da absolut nicht aus. Ich weiß, es gibt jetzt dieses Seelensystem, ich weiß, das macht das Spiel aus. Ich weiß aber nicht, was jetzt da irgendwie es mit den Seelen auf sich hat. Ich habe gelesen, dass es irgendwie eine Art Glückssache ist, ob man, wo man, wie man welche Seelen bekommt. Also für manche muss man wohl ein bisschen farmen, so wie das aussieht. Ich weiß aber nicht, was es damit auf sich hat. Ob man da verschiedene Seelen hat, ob es welche gibt, die man braucht. All diese Dinge habe ich leider keinerlei Ahnung von. Aua! Mitten ins Gesicht, sag mal. Also da dürft ihr mir, wenn ihr Bescheid wisst und es sind keine Mega-Spoiler, gerne weiterhelfen. Oh, okay. Ist hier zum Beispiel ein Amulett gefunden? Das aber hier nicht drin ist. Wo ist das denn? Item Use? Nö. Switch the Spirit to Ability Type. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung von. Unter den Items ist es auch nicht. Ach, hier ist es doch, klar. Ordinary, also ganz normales Pendant. Increased aber Luck von 9 auf 10. Ja, machen wir mal. Ich denke mal, dass der Luck dann zu tun hat mit Items finden oder Seelen finden vielleicht sogar. Da dürft ihr mir dann auch gerne Bescheid sagen, wie das aussieht. Ich kann mir jetzt beides vorstellen. Geile Musik. Ja, und was ich eigentlich noch sagen wollte ist, das fußt ja so ein bisschen auf dem Prinzip von Symphony of the Night. Heißt wahrscheinlich dann aber auch, dass wir hier gut gucken müssen. Wir haben hier im Moment noch keine... Oh, doch! Okay, wenn man hier auf Select drückt, dann haben wir hier die Castle Map. Wir sehen, wir haben 1,5% davon erforscht. Das ist so gut wie gar nichts. Wir sehen, wo wir jetzt hier überall waren. Ja, ich sehe jetzt auch hier im Main-Korridor, wo wir eben waren mit den Zombies, dass es hier oben so einen kleinen hellgrünen Streifen gibt. Das heißt, da geht es auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo noch lang. Was wir wahrscheinlich sehen würden, hätten wir jetzt eine Map, wäre vielleicht noch andere Räume, wo man dann sagen kann, okay, von da aus geht es vielleicht durch die Wand nochmal rein. Das heißt, im Moment müssen wir hier gucken.
Oh, wow, wow. Das sind echte Killerfische. Oh ja, die sehen krass aus. Müssen wir gucken, dass wir hier auch ab und zu mal die Wände abchecken, ob da irgendwo ein Durchgang ist. Weil das kenne ich so von Symphony of the Night. Und das war auch was, wo ich glücklicherweise dann nach einer Zeit lang so ein bisschen... Ne, man verleibt sich das so ein bisschen ein. Weil sonst gibt's doch... Au. Ah. Okay, ich kann die nur treffen, wenn ich hier im Runtergehen bin. Ich kann die auf der Höhe gar nicht treffen. Ja, weil das sind dann nämlich gerade, wenn man Map completion will. Alter. Ganz schlecht hier mit den Fischen gerade. Ich will den aber schon killen. Oh. Okay, ich krieg's gerade nicht hin. Und gesprungen hat er eben auch nicht. Oder ist er nicht? Hat er. Hat er Sprung? Ja, ich habe einen Sprung in der Schüssel, aber ganz gewaltig. Aber krass hier, wie er auch auf dem Boot steht, ne? Der ganze Mantel weht und so. Es hat schon was. Okay, mein Fehler ist, ich springe die ganze Zeit rein. Level up, das kommt wie gerufen. Weil man muss ja dann eben runterkommen, wenn man so ein bisschen weiter unten ist, ne? Sonst ist hier das Messer zu weit oben. Das passt also direkt und ich springe halt aber nicht drüber, sondern ich springe halt rein, weil ich doof bin. Hier geht's dann auch nochmal hoch. Das sehen wir auch hier auf der Map. Tasty Meat. Das kommt auch wie gerufen. Das sieht jetzt natürlich aus, als wäre da was, aber da ist nichts. Und hier... Ja, da geht's vermutlich auch runter, so wie das auf der Map aussieht, aber... Wie es halt mal so ist bei Belmonts oder auch irgendwelchen anderen Vampirjägern, schwimmen ist da eigentlich nicht so gegeben. Lass mich mal kurz gucken, was das macht. 290 HP. Geile Sache. Ich wollte jetzt mal gucken, ob die hier so eine Art Seele droppen. Hab jetzt aber auch keine bekommen. Ich weiß halt auch aber noch nicht, ob auch jeder Gegner eine Seele droppt und wie die Wahrscheinlichkeit ist und so. Wenn die natürlich eine droppen, kann man da gerne nochmal hinkommen und ein bisschen rumfarmen oder so. Aber wie gesagt, ich habe noch keine krasse Ahnung, wie das mit den Seelen läuft und mit dem Seelensystem. Oh, Dick Bones. Sieht schon ein bisschen witzig aus hier mit den Fledermausis. Okay, aber wir haben auch jetzt gesehen, das ist im Prinzip eine Sackgasse, zumindest erst einmal. Oh, das geht aber nicht. Also durch die Wand ist nicht. Komm her. Tiny Devil, das erinnert mich ein bisschen an diesen Dämon, den man sich als Begleiter in Symphony of the Night herholen konnte. Hier auch wieder so ein bisschen eine richtige Castlevania-Mucke, wie man es kennt. Und da sind wir ja, glaube ich, reingekommen, ne? Und hier kommen wir nicht hoch, ja. Das heißt, wir müssen da lang. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht an den Merman. Wir haben aber eine Merman-Seele bekommen. Fires a Water Pistol. Gravekeeper. Backdash by pressing L. Oh. Okay. Wie mache ich das? Hier. Das ist nice. Das ist nämlich auch was, man kennt das aus Symphony of the Night. Beziehungsweise in Symphony of the Night habe ich das erste Mal eben gesehen mit dem Backdash. Und wir haben ein anderes Cape. Lass mal gucken. Casual Clothes. Wo haben wir das dann? Oh, wir haben aber hier ein Short Sword, nämlich ein kurzes Schwert. Bessere Angriffskraft nehmen wir. Das ist hier aber nicht drin, irgendwie. Ach, das ist hier.
Okay. Ist natürlich mehr Defense bei 1. Bringt aber das Luck runter. Nicht sicher. Mal hier unten noch gucken. Oh, Bettseele attacks using supersonic waves. Ja, lass hier mal noch reingucken. Oh, ja, speichern. Mach einfach. Okay, stimmt. An die Statuen kann ich mich noch erinnern am Speedrun. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob er die genutzt hat. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier verschiedene Seelen. Oh. Oh. Wir haben 3 verschiedene Typen von Seelen, so wie es aussieht. Rot, blau und dieses goldene. Ich weiß nicht, was das heißt. Da gibt es wahrscheinlich eben dann Unterschiede zwischen den Seelen. Wir haben aber im Moment nur diese... Ich denke mal, dass das so 0815 Seelen sind. So welche, die man eher bekommt. Und dass das hier halt vielleicht Seelen sind, die krasser sind oder die mehr machen und einem mehr bringen und deswegen vielleicht ein bisschen mehr rare sind als die hier. Wir können jetzt aber wahrscheinlich auch nur eine benutzen. Ich nehme jetzt mal die Bat, einfach um zu gucken. Ah, okay, die macht dann hier so Supersonic Wellen eben, so kreisförmig. Was macht der hier? Okay. Ich glaube, ich bleibe für den Anfang mal beim Speer. Aber eigentlich können wir hier erstens nochmal speichern und wieder Mana auffüllen. Aber da können wir wirklich ein bisschen wechseln. Das ist auch ganz cool. Ich dachte jetzt nämlich, ich habe mir das mit dem Seelensystem so vorgestellt, du bekommst eben die Seelen. Und dann hast du die eben und dann kannst du die quasi einmal einsetzen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr richtig, an welches Spiel es mich erinnert. Aber es gab ein Spiel, das ich gespielt habe. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen off. Ich weiß nicht mehr, was es war. Schande über mein Haupt. Aber es gab ein Spiel, das ich kenne, wo man quasi dann Seelen sammelt. Und durch die Seelen dann irgendwann Level Up oder irgendwas bekommen kann. Also solche Sachen. Dass man quasi diese Seelen isst, in Form von XP. Ja, hier. Den kennen wir auch aus Symphony of the Night. Diese Axtrüstung ist das. Weiß nicht, ob man die hier auch umbenannt hat oder ob die genauso heißt. Lustig ist ja in Symphony of the Night, wenn man hier diese Axtrüstung findet. Man kann die quasi finden mit Alucard bei so einer Art kleinem Secret in der Bibliothek. Und dann kann man quasi in diese Axtrüstung selber reinschnuppern auch. Also man kann die sich anziehen und läuft dann rum wie so ein Axt-Knight. Sieht schon geil aus, oder? Okay, aber ich will jetzt hier auch einmal noch reingucken. Ach, ist das jetzt ein Boss oder was? Okay, ich muss gucken, was er macht. Der hing mal richtig schief, der Haussegen, der Speersegen. Ich weiß nicht, was er macht. Der wirft bestimmt noch hier sein... Okay. Okay, das war dann wahrscheinlich so eine Art erster Boss-Tutorial-Boss, der jetzt nicht wirklich schwer war. Oder es war ein Mit-Boss. Irgendwie so ein Zwischenboss. Aber in Symphony of the Night kannte man das ja so, dass irgendwie die Türen dann anders waren. Keine Musik mehr. Okay, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass der hier diesen einen Knochen schmeißt, den er eben hat, ne? Das mit dem Feuer, okay, das hat man jetzt gesehen, dass das so in dem brodelt, aber... Castle Map. Und da können wir auch nochmal speichern. Okay, machen wir doch. Das heißt, wir sollten jetzt hier vermutlich auch mehr sehen, gehe ich mal davon aus. Oh ja. Okay, und das ist so, wie ich es mir gedacht habe. Man sieht das jetzt hier ganz links noch.
Oder ich weiß es gar nicht, weil es ja komplett ausgegraut ist. Das ist ja jetzt das, wo wir hier in diesem Main-Korridor beim ersten gar nicht hoch konnten. Da geht's noch mal ein bisschen rein. Sieht aber aus wie so ein versteckter Raum. Ich denke mal, wären wir jetzt da am Anfang diesen einen großen Bereich hochgekommen noch, hätten wir vermutlich den jetzt gar nicht gesehen links. Vielleicht aber auch doch. Es sieht aber aus, als wäre es eine Wand. Naja. Aber cool. Ich glaube jetzt aber nicht, wenn ich mir das so angucke, dass das das gesamte Castle ist, ne? Wir haben jetzt 4%. Das ist schon ein bisschen was noch, aber ich denke, da kommt entweder noch irgendwas dazu. Oder es ist so wie in Symphony of the Night auch, dass man da nochmal, ne, besondere Schlossbereiche hat, nennen wir es mal so. Aber cool, wir haben die Karte, wir haben ein paar Seelen. Ich will jetzt gerade noch kurz gucken, ob die Seele von dem Boss, den wir hier bekommen haben, eine andere ist. Nee. Okay, ich dachte jetzt, vielleicht kommen die hier irgendwie dazu, ne? Da ist aber nichts. Wir haben hier immer noch diese drei, den Merman, das Winged Skeleton und die Bat. Haben wir hier noch irgendwas? Auch nicht. Okay. Also wir haben da irgendwie was bekommen von dem Skelett. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr genau gesehen. Ich müsste noch mal gucken. Und wir haben die Castle Map. Wir haben im Moment 120 Gold. Haben ein paar Minuten gespielt. Brauchen noch 151 XP fürs nächste Level. Das ist auch ganz gut, dass man das hier sieht. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht irgendwo, ne, vor dem Boss-Tor steht und denkt sich, oh, ich brauche noch 50 fürs nächste Level, ich mache das doch einfach mal mit. Ist das vielleicht gar nicht so verkehrt? Ja, aber ich würde sagen, für den ersten Part soll es das gewesen sein. Einfach, dass wenn da irgendwas Krasses ist, was es zu wissen gibt, ich da direkt drauf reagieren kann. Wenn ich es gar nicht halten kann, nehme ich vielleicht noch einen Part auf, aber ja, schauen wir mal. Das soll auf jeden Fall mal Area of Sorrow für jetzt gewesen sein. Ich bin sehr gespannt. Die Musik hypt mich schon mal. Es ist mal wieder was komplett anderes als jetzt. Castlevania 3 ist nochmal ein Sprung, ist jetzt auch wieder eine andere Plattform. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Und ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann!